Ist er hübsch? Ich finde, er ist unscheinbar. Auf jeden Fall wird er sie nicht umhauen. Quinn, es ist nicht immer nur die Größe allein, auf die es ankommt. Dieser Diamant ist lupenrein. Glaub mir, er wird Kelly garantiert gefallen. Wenn du das sagst, wird das wohl stimmen. Hier, probier ihn mal an. Ich will nur mal sehen, wie er am Finger aussieht. Dafür bin ich mir zu schade. Es widert dich wirklich an, nicht wahr? Ich versuche, damit umzugehen. Ich möchte nur nicht zu tief hinuntergezogen werden. Ich kann dabei leider nicht auf dich verzichten. Na, wenigstens hast du das begriffen, Quinn. Ich kann nur hoffen, dass du dich auch daran hältst. Ich glaube, du würdest jederzeit einen Ausweg finden. Was redest du denn da für einen Blödsinn? Wir sind Partner, habe ich recht? Und zwar für immer. Später wirst du diejenige sein, die so etwas bekommt. Das wird mir nicht den Atem verschlagen. Nein, das ist nicht dein Stil, ich weiß. Aber das, was ich gesagt habe, ist die Wahrheit. Aber es ist nicht unbedingt dein Stil, die Wahrheit zu sagen, oder? Du bildest da die ganz große Ausnahme. Meine Deborah. Meine Flame. Ob ich das glauben kann? Es würde dir schlecht bekommen, mich fallen zu lassen. Das weißt du nicht, wahr? Ich verstehe wirklich nicht, wieso du so misstrauisch bist. Wieso glaubst du mir nicht? Weil ich dich viel zu gut kenne, Quinn. Keine Ahnung, was mich davon abhält. Es ist, als ob da eine kleine Stimme ist, die sagt noch nicht. Noch nicht zu Robert oder noch nicht zur Ehe? Das kann ich nicht sagen. Ich hatte es mir so sehr gewünscht und jetzt kann ich nichts damit anfangen. Als sie mich gefragt hat, habe ich geweint. Es waren aber keine Freudentränen. Ich habe geweint, weil ich es beängstigend fand. Schätzchen, das ist doch ganz normal. Robert war bisher in allem sehr unbeständig. Deine Vorsicht ist absolut berechtigt und das bedeutet nicht, dass du ihn nicht liebst. Du möchtest nur Fehler vermeiden. Aber weißt du, ich liebe ihn. Ich liebe ihn sehr und ich möchte nicht vorsichtig sein, aber ich kann mir einfach nicht helfen. Und dann ist da noch die Furcht, dass ihr mir alle vorwerft. Ich hätte auf eure Warnung ja nicht hören wollen. Hör auf, dir diesen Blödsinn einzureden. Es kommt nicht darauf an, was wir denken. Das müssen nicht wir, sondern du entscheiden. Das sagt Eden auch. Du hast mit Eden darüber gesprochen? Ja. Sie denkt, dass ich mich hinter der Angst vor der Reaktion meiner Familie verstecke, weil ich es angeblich nicht schaffe, die nötige Courage aufzubringen, selbst darüber zu entscheiden. Das hat sie gesagt? Ja, so in etwa darauf lief es hinaus. Also, ich würde sagen, dass du da etwas übertreibst. Findest du nicht auch? Mama, Eden will einfach nicht, dass ich Roberts Frau werde. Und ich kann mir auch denken, wieso? Wenn es so ist, dann nur, weil sie es gut mit dir meint. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber ich glaub's nicht. Es gefällt ihr einfach nicht, dass Robert mich heiraten möchte, nachdem er sie so geliebt hat, aus verletzter Eitelkeit. Kelly, langsam reicht's mir. Nun sieh mal, wer da kommt. Hattest du vielleicht gerade vor, mit Mom und Daddy zu diskutieren, wie ihr meine Heirat mit Robert verhindert? Sag mir, dass es nicht wahr ist, was ich da höre. Robert Barr hat dir einen Antrag gemacht? Antworte mir endlich. Robert möchte mich heiraten. Und? Noch habe ich mich nicht entschieden. Na, Gott sei Dank. Ich habe auch nicht Nein gesagt. Ich habe ihm gesagt, ich werde darüber nachdenken. Du meinst, du brauchst Zeit, um wieder zur Besinnung zu kommen. Daddy. Ich dachte immer, Robert wäre der Letzte, der dazu neigt, die Dinge zu überstürzen. Deswegen verblüfft mich das. Er liebt mich. Und er möchte mich heiraten. Warum ist das so schwer zu verstehen? Weil ich ganz einfach der Ansicht bin, dass der Mann nicht fähig ist, jemanden zu lieben. Es ist nicht maßgebend für mich, was du denkst. Wenn ihr mich jetzt vielleicht freundlicherweise entschuldigen würdet. Cici, so wie du dich hier aufführst, erreichst du gar nichts. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du für diese Hochzeit bist. Wir können nichts dagegen tun, verstehst du? Es ist ihre Entscheidung. Hallo, Eden. Craig. Kann ich Sie kurz sprechen? Wissen Sie, ich erwarte Cruz jeden Moment. Es dauert nur eine Minute. Na schön, meinetwegen. Danke. Es geht um Kelly. Ich höre. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich will Ihnen nur etwas vorjammern, weil ich meine Freundin verloren habe. Es steckt noch eine Menge mehr dahinter. Sie sollen wissen, dass meine einzige Sorge darin besteht, dass Kelly verletzt werden könnte.
In dem Punkt sind wir uns einig. Worauf genau wollen Sie hinaus? Also ich glaube nicht, dass es um die beiden sehr glücklich steht. Ich weiß nicht, aber diese Dokumentation mit Deborah London, auf die Robert sich einlässt, ist meines Erachtens nicht nur eine Dokumentation. Ihr Interesse ist sozusagen mehr als nur beruflicher Art. Ich hoffe, dass Robert nicht darauf eingeht. Ich meine besonders jetzt nicht nach dem Antrag, den er meiner Schwester gemacht hat. Was für ein Antrag? Was? Robert möchte Kelly zur Frau haben. Ach, hier sind Sie. Da ist ein Anruf für Sie. Oh, danke, Sarita. Bitte sehr. Hallo? Hallo. Ich hoffe, mein Anruf kommt nicht ungelegen. Ich hätte gerade an dich gedacht. Sicher doch zu meinen Gunsten. Es waren schöne Gedanken. Und wie wäre es, wenn du diese Gedanken in die Realität umsetzt? Ich weiß nicht, ob das so vernünftig wäre. Vernunft wird meistens überbewertet. Hast du Lust, heute mit mir zu essen? Das klingt etwas verdächtig, Robert. Aber nicht doch. Es ist völlig harmlos. Ich werde nicht mal versuchen, dich zu drängen. In Ordnung? Ich verspreche dir, mich zurückzuhalten. Heute Abend ist das nicht so günstig. Denke nicht, ich gebe dir einen Korb. Das wäre falsch. Wie würdest du es denn nennen? Vielleicht gebe ich dir einen Korb, aber nur, weil ich einfach Zeit brauche. Ich hoffe, du verstehst das. Natürlich verstehe ich das. Du musst mir meine Hartnäckigkeit verzeihen. Ich muss mehr Geduld haben. Die hast du mit mir doch immer. Naja, nicht, wenn es darum geht, dein Ja zu hören. Gib mir bitte noch etwas Zeit, ja? Okay, du hast alle Zeit der Welt. Kann ich dich morgen anrufen? Ich erwarte eigentlich mehr als das. Na fein, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also gut, dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Denkst du, ich werde tatenlos zusehen? Kelly erfasst doch gar nicht, worauf sie sich da einlässt. Sie hat diesen Fehler schon mal gemacht und dafür bezahlen müssen. Hör auf, dich in ihre Angelegenheiten einzumischen. Das geht dich nichts an. Kelly wird dir das nie verzeihen, wenn du ihr bei dieser Entscheidung im Weg stehst. Doch, das werde ich. Ich werde sie davor bewahren, den größten Fehler ihres Lebens zu machen, indem sie Barr heiratet. Ich tue alles, um diese Hochzeit zu verhindern. Verlass dich drauf. Nicht Robert Barr. Du kennst Nicky. Das ist ihr Bruder Amado. Hi, freut mich, Sie wiederzusehen, Mr. Barr. Ganz meinerseits. Und nennen Sie mich Robert. Amado? Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie sind festgenommen. Das ist Michael Donnelly. Er und Nicky werden demnächst heiraten. Fantastisch. So, dann gratuliere ich, Mike. Vielen Dank. Ich habe immer noch keinen Kuss für meine Zukünftigen gekriegt. Jetzt müssen Sie noch mehr auf Sie aufpassen. Oder besser gesagt, auf ihn. Das wird bestimmt nicht nötig sein. Das hoffe ich jedenfalls. Ich glaube, dass Sie gut zusammen. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Aber es ist Zeit zum Frühstücken. Sie entschuldigen, ich werde auch frühstücken. Also bis dann. Sind Sie nicht reizend? Ja. Ich freue mich für Sie. Sie hatte eine sehr schwere Zeit, als sie hier kam. Ach ja? Und wann war das? Oh, ungefähr vor 9 Monaten. Oh, die haben es aber eilig. Wie konnte das so schnell vonstatten gehen? Woher soll ich das wissen? Wieso fragst du mich danach? Naja, ich bin nur verwundert. So gut können die zwei sich ja noch gar nicht kennen, zu wissen, was sie erwartet. Und trotzdem hält sie nichts davon ab, zu heiraten. Und was ist die Moral von der Geschichte? Naja, eigentlich fühle ich mich hier nicht sehr wohl. Hier herrscht nicht annähernd die Atmosphäre, die ich mir vorgestellt hatte. Ein einsamer Strand, Mondlicht und nur wir beide lauschen dem Rauschen des Meeres. Eng umschlungen. Robert. Ach, bitte. Robert. Ich kann nicht warten. Ich halte es nicht länger aus. Ich will ihn dir jetzt schon geben. Ich weiß, dass ich dir versprochen hatte, dich nicht zu drängen. Aber du sollst wissen, dass ich nicht locker lassen werde, bis du endlich Ja gesagt hast. Viel haben Sie ja nicht gegessen. Haben Sie den Fraß selbst mal probiert? Was? Neuerdings schmeckt es Ihnen nicht mehr. Es hat mir noch nie geschmeckt. Ich bin nur höflich geblieben. Wie schade, Robert. Dabei sind Sie doch der erste Mensch, für den ich je gekocht habe. Dann tun Sie mir bitte einen Gefallen und lassen Sie die Finger vom Herd. Oder steht Quinn etwa auf Ihre Kochkünste? Für Quinn habe ich ganz andere Sachen auf Lager.
bitte. Oh, zum Glück habe ich Sie nicht geweckt. Geweckt haben Sie mich nicht, trotzdem. Wie schön, ich war gerade in der Gegend und dachte mir, na, ich schau mal vorbei. Ach, Tomasche, stimmt's? Nein, ich hatte wirklich hier zu tun und da habe ich gedacht, wir könnten zusammen essen gehen. Oh, ich habe leider keine Zeit, Craig. Hören Sie auf, ich weiß, dass Sie Zeit haben. Schließlich ist der Dokumentarfilm bereits abgedreht, stimmt's? Ich habe aber schon etwas vor. Wie heißt der Mistkerl? Wissen Sie, das gefällt mir nicht. Sie kommen einfach vorbei, ohne vorher Bescheid zu sagen. Ich sehe schon keinen Appetit heute Morgen, oder? Oh, doch. Ich wollte soeben einen Happen essen, aber da sind Sie gekommen. Na, gutes Mittagessen ist wichtig. Wissen Sie, ich habe schon immer ein Faible für Frauen mit großem Appetit gehabt. Und für Morgenmäntel bin ich immer zu haben, glauben Sie mir. Craig, also wirklich, ich finde es noch ein wenig zu früh. Lassen wir es darauf einen Versuch ankommen.